So, willkommen zum dritten Teil. Jetzt soll es nur mehr um die Lehrveranstaltungsorganisation gehen. Ich nehme an, es stellt sich schon die Frage, was das mit den Videos da überhaupt soll und was vor allem diese Samstagtermine in der Vorlesung sollen. Geblockte Abhaltung einer Vorlesung ist ja normalerweise nicht so die allerbeste Idee, konzentrationsmäßig. Und Samstag ist erst recht vielleicht nicht die übertriebene Idee. Das hat aber einen ganz konkreten Hintergrund, den ich jetzt gern erläutern möchte. CE ist erfahrungsgemäß ein relativ komplexes Thema, aber ein Thema, das durchaus hohe Praxisrelevanz hat in der Berufsausbildung eines Wirtschaftsinformatikers. Und unser Anspruch war oder unsere Idee und unsere Hoffnung war, CE mit der inhaltlichen Umstellung des neuen Skriptums organisatorisch so umzustellen, dass wir uns stärker auf die Zusammenarbeit mit den Studierenden, also mit euch, konzentrieren können, ganz aktiv an den Themen arbeiten können und nicht wie in einer klassischen Vorlesung einfach nur vorne stehen, die Inhalte herunterbeten und mehr oder weniger Erfolg haben. In der Vermittlung. Die Idee ist, das didaktische Konzept des sogenannten Flipped Classroom dazu zu verwenden. Das hat in der Bildungsforschung und vor allem in der Bildungspraxis in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Flipped Classroom heißt im Wesentlichen, dass man versucht, das, was vorher im Classroom, also in der klassischen Vorlesung in unserem Fall, passiert ist, aus der Präsenzzeit heraus zu verlagern. Deswegen die Videos. Und das, was in einem klassischen Schulbetrieb normalerweise zu Hause passieren würde, das heißt das Vertiefen, das Üben, das ins Klassenzimmer, also in die Vorlesung hereinzuholen. Deswegen die Blocktermine. Und Samstagtermine vor allem deswegen, weil es schwierig ist, Blocktermine unter der Woche zu organisieren, ohne dass es zu irgendwelchen Kollisionen mit anderen Lehrveranstaltungen kommt. So, wie ist das Ganze jetzt organisiert? Es wird aufgefallen sein, dass die Lehrveranstaltungstermine bis Ende November, Anfang Dezember gehen. Wir reden jetzt nur von der Vorlesung. Die Übung ist nochmal ein eigenes Thema, das wir separat behandeln werden. Ist mit der Vorlesung komplett verknüpft. Wir können aber jetzt einmal separat über die Vorlesung sprechen. Die Vorlesung ist geblockt bis Anfang Dezember abgeschlossen. Da wird es dann auch den ersten Prüfungstermin geben. Es gibt, abgesehen vom eigentlichen Einstiegstermin, der gleich zu Beginn des Semesters stattfindet, vier dieser Samstagtermine und unschwer zu erraten ist, dass sich jeder dieser vier Termine mit einem der Themenbereiche beschäftigen wird. Das heißt, beim ersten Präsenztermin werden wir auf den Themenbereich 1 Computernetzwerke eingehen, beim zweiten Präsenztermin auf den Themenbereich 2 Abstraktionsmodelle Software, beim dritten Enterprise Architecting und beim vierten Arbeitsgestaltung und Arbeitsunterstützung. Verzeihung. Dem vorgelagert jeweils ist der Flipped Classroom Betrieb. Es wird zu jedem Thema, das wir da jetzt sehen, zu jedem Thema exakt ein Video geben. Ein Video wird sich je nach Komplexität des Themas irgendwo zwischen höchstwahrscheinlich 20 Minuten, 40 Minuten, dreiviertel Stunde bewegen. Und idealerweise schaut sich hier diese Videos vor der Lehrveranstaltung, vor der Präsenzphase an. Konsumiert es zu Hause, versucht zu verstehen, was ich versuche zu vermitteln, in Kombination mit dem Skriptum, solltet ihr das hoffentlich machen lassen, und euch zu notieren, was unklar ist. Dabei sollte es helfen, dass es ja zu jedem einzelnen Thema auch wieder Selbstkontrollfragen gibt. Wenn man die beantworten kann oder wenn man versucht, die zu beantworten, sollte rauskommen, was vielleicht noch unklar ist. In der Präsenzphase werden wir dann einerseits die Möglichkeit haben, diese offenen Fragen zu klären. Das heißt, der Samstagtermin wird immer damit beginnen, dass wir offene Fragen klären.
nicht ich werde zu erzählen beginnen, sondern wir werden einfach die Fragen in der Gruppe diskutieren und dann werden wir vertiefend mit praktischen Übungen an den einzelnen Themenbereichen arbeiten. Dazu werden wir nicht, so wie jetzt reserviert, jeweils den ganzen Tag verwenden, damit der Aufwand überschaubar bleibt und vergleichbar zu einer normalen Präsenzlehrveranstaltung bleibt. Nachdem ihr auch zu Hause Zeit investieren müsst, um die Videos anzuschauen, werden diese Präsenztermine Samstag verkürzt stattfinden. Wir werden im Wesentlichen am späteren Vormittag, so gegen 9, für manche ist das vielleicht noch eher bald, beginnen. Die Fragen klären, dann eine erste interaktive Arbeitsphase Vormittag machen und dann eine zweite interaktive Arbeitsphase nach dem Mittagessen machen und spätestens Mitte des Nachmittags dann fertig sein. Jetzt ist es eine Vorlesung, es gibt dementsprechend keine Anwesenheitspflicht. Damit es aber ein bisschen ein Incentive gibt, am Samstag auch zu kommen, mitzuarbeiten und mit uns gemeinsam die Inhalte zu vertiefen, weil das ist unser Interesse. Wir möchten mit euch zusammenarbeiten, um uns mit den Inhalten ganz konkret auseinanderzusetzen und vielleicht zu schauen, wo die individuellen Interessen liegen. Um ein Incentive zu schaffen, auch am Samstag zu kommen, wird es bei der zweiten Arbeitsphase, interaktiven Arbeitsphase, bei den Samstagterminen jeweils die Möglichkeit geben, da das Ergebnis abzugeben und aus dieser Abgabe sich für die Prüfung schon Sockelpunkte zu erwerben. Dieses Sockelpunktkonzept ist so zu verstehen, dass wenn man bei allen vier Präsenzterminen da ist und dort jeweils alle Punkte erwerben würde, man bei der Vorlesungsprüfung schon immer negativ werden kann. Das heißt, die Sockelpunkte bringen einen oder eine schon über die Grenze der positiven Note und alles, was darüber hinaus passiert, kann die Note nur noch verbessern. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, durch Anwesenheit an diesen Samstagen einerseits die Inhalte besser zu verstehen, natürlich, das ist die eigentliche Idee, andererseits schon für die Klausur ein bisschen vorzuarbeiten. Wem das nicht möglich ist, wer nicht kommen möchte, kann ganz normal die Klausur schreiben. Die Klausur basiert ausschließlich auf Inhalten, die auch im Skriptum wiedergegeben sind oder die in den Videos vorgestellt werden und sollte dementsprechend auch lösbar sein. Da muss man halt auf die Sockelpunkte verzichten. Parallel dazu wird es eben den Übungsbetrieb geben, dazu sagen wir separat nochmal was. Auch der ist vollständig abgestimmt mit der Vorlesung. Es wird in der Übung bis Anfang Dezember, also bis die Vorlesung abgeschlossen ist, parallele Arbeitsphasen zu den einzelnen Themenbereichen geben und danach wird es nochmal ein integratives Projekt geben, das alle Inhalte nochmal zusammenführt und versucht, diese Gesamtsicht einzuführen, wie denn diese Vermittlungsfunktion des Wirtschaftsinformatikers in der Praxis ganz konkret ausschauen kann. Dazu, wie gesagt, in der Übung mehr. Für die Vorlesung ist wichtig, es gilt der Flipped Classroom. Wir haben einerseits Arbeitsphasen außerhalb der Präsenzphasen, die mit den Videos durchgeführt werden. Es gibt die Möglichkeit, in der Lernplattform, die wir noch vorstellen werden, auch zu diesen Videos zu diskutieren, diese Videos gegebenenfalls auch zu annotieren und dort schon Fragen zu klären, mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, auch mit den Lehrveranstaltungsleitern zu diskutieren und dann vor allem in den Präsenzphasen die Möglichkeit, offene Fragen zu klären, vertiefend zu diskutieren und praktische Erfahrungen zu sammeln und diese Sockelpunkte zu erwerben. Gut, soviel zum Organisatorischen. Ich hoffe, das war soweit klar. Und wenn wir uns das nächste Mal im nächsten Video sehen, geht es dann schon um Inhalte.